Fachkräftesicherung, Erschließung von Auslandsmärkten und nicht zuletzt auch die bevorstehende Energiewende. Nach Ansicht von Florian Rentsch sind das die zentralen Herausforderungen für den hessischen Mittelstand anno 2012. Rund 160 Unternehmer und Verbandsvertreter konnten dem Wirtschaftsminister heute in Schloss Biebrich nur zustimmen. Und sie fühlten sich mit Sicherheit auch gebauchpinselt, denn Florian Rentsch wurde in seiner Rede nicht müde, den Mittelstand quasi über den grünen Klee zu loben. Der Mittelstand ist fast wichtiger als die Großindustrie, weil er natürlich sehr viel krisenresistenter ist. Er hat eine hohe Verantwortungsbedeutung, indem er nämlich Ausbildung organisiert, wie kaum ein anderer Wirtschaftsbereich. Und er ist natürlich sehr innovationstreibend. Das, was wir an Patenten und Innovation haben, kommt häufig aus dem Mittelstand. Und insofern zeigt sich, der Mittelstand hat in Hessen auch eine im Vergleich zu anderen Bereichen überragende Bedeutung. In einem waren sich dabei alle einig. Ohne erfolgreichen Mittelstand könne es in Hessen weder Wachstum noch Wohlstand geben. Wer aber im Wettbewerb bestehen wolle, müsse rasch, klug und entschieden handeln, so der Wirtschaftsminister weiter. Dabei könnten sich die hessischen Mittelständler immer auch auf die Hilfe der Landesregierung verlassen. Wir versuchen, einen ordentlichen Ordnungsrahmen zu setzen, in dem der Mittelstand, aber auch andere Unternehmen sich gut entwickeln können. Und ihnen nicht vorzuschreiben, wie sie bessere Politik, Unternehmenspolitik machen, das ist, glaube ich, auch eine politische Philosophie. Wir sind nicht die besseren Unternehmer. Schließlich versprach Rentsch den Unternehmern noch, sich auch auf Bundes- und EU-Ebene weiterhin entschieden für eine mittelstandsfreundliche Wirtschafts- und Steuerpolitik einzusetzen.